Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deck Pro Diverthink mit einem Dynomist-Deck. Ja, Dynomist, das Pendel-Thema, schon ein bisschen älteres. War, als es rauskam, bekannt dafür, sich relativ günstig, relativ schnell zusammenstellen zu lassen. Inzwischen sind noch ein paar neue Karten reingewandert, wie der hier. Jetzt mit dem Wavering Eyes nicht mehr auf 1, mal schauen, wie es laufen wird. Ja. Was heißt hier nicht mehr auf 1? Das war verboten. Stimmt, war sogar verboten. So, da sind wir. Danke, meine Herren. So, Die Hand ist also, ziemliche Gönnung. ja. Also, ja, doch, ja. So, ja. Dann Scale und Wavering, würde ich sagen. Ja. Noch nicht. Jetzt. Nein. Und ja. Und wir nehmen den hier, hätte ich gesagt. Ja. Wird heiß. So, das ist ja gerade noch nicht live. Ne, same pendulum scale. Okay, dann ist es doch live. Wir könnten das jetzt theoretisch machen, das lohnt sich aber fast nicht. Es macht mehr Sinn, den jetzt einfach zu normalen und einen Thais zu machen. Ja. So, also 2000 Lebenspunkte weg. Okay, ich mache mal auf Normal Chain. Das ist gerade ein bisschen lächerlich. Also, wir nehmen Plesios und Stego. So, eins. Und zwei. Wir könnten auch theoretisch noch das Ding adden, also die beiden adden und dann einen davon in die Scale packen, weil die haben ja doch einen ganz netten Scale-Effekt, wenn ich mich recht entsinne. Stimmt, das könnte man eigentlich machen, weil wir werden das eh. Wir müssen eh dieselbe Scale nehmen, da wollen wir lieber die haben. Packt man den in die Scale, dann haben wir den noch. Wir packen den in die Scale. Ja, sag ich ja, dann haben wir den hier noch. Eben. So, das heißt, ja, genau, sag ich ja. Ja, dann mach. Ja, der Effekt ist tatsächlich ganz nett. So, Spark the Great. Nee, Spark the Great, so ist das gewesen. Mit 14 Karten extra Deck. Haben eigentlich nicht mal wirklich viel, fällt mir gerade auf. Nee. Halt echt nicht. Aber er anscheinend auch nicht. Okay, das ist was. Doch, ich glaube, der hat was. Ja. Zugegeben. Das kam unerwartet. Ja, doch. Doch, doch, das war jetzt. Hi. Hi, zu Draco Feathery. Ich hätte jetzt 100 € drauf gesetzt, dass da verdeckt eine Two Draco Spell oder Trap sitzt und die er sich jetzt und er sich die jetzt sucht. Ja, halt schon irgendwie. Und eigentlich so von erst Terraform, wenn man nicht weiß, dass der Gegner, wenn man nicht eine Antwort vom Gegner kennt, außer halt, man kann es nochmal cyclen, das ist was anderes dann. Aber dann LOL! noch eine Feathery-Karte. Wollen die im Was Friedhof tut der sein? Junge da? Die wollten doch gar nicht im Friedhof sein, denke ich. Nee, also irgendwie, außer da liegt jetzt. Hi, was bist du denn? Debuff, das bist du. Ja, das wohl auch. Also er kann sich jetzt den Masterpiece bauen, das ist wohl richtig. Der dann von Spells und Monstern unberührt ist. Das ist richtig. Oder von Nee, Spells und Traps? Okay, das war vielleicht nicht die beste Wahl. na, er kann uns jetzt ein Monster und eine Spell kaputt schießen. Aber da müssten wir technisch gesehen die Scale anketten können, um das zu negieren, oder? Yep. Ja, dann machen wir das mal. So, und jetzt hat er gar nichts von seinen Traps bekommen. Außerdem hätte er sowieso den hier schießen müssen. Ja, also. Also er muss jetzt halt den hier kaputt hauen. Ansonsten rippt sein Masterpiece instant, weil er nämlich von Monstereffekten unberührt ist. Er muss mit dem Masterpiece jetzt in den Stego reinrennen oder ihn halt mit seinem Effekt schießen.
Okay. Ja, okay. Das ist auch schon mal richtig. Ah, da kommen wir immer noch dran vorbei. Ja, wegen dem Glaube hier. ich. Also den muss er jetzt auch noch über den Haufen. Lol. Ja, das. Ja, Glückwunsch, die Waffe ist ausgehoben, der ist trotzdem stärker. Nee, kann er in unserem Zug kaputt schießen. Haben wir eine Scale? Nee. Unlucky. Dann normen wir mal den Plesios, würde ich sagen. Jo, ich so eine Alternative hätten. Ja. Das auch. Mal gucken, ob er wieder den gleichen Gedankengang hat wie eben. Vielleicht können wir ihn damit baiten. Sind Lassie? Jawohl. Dann können wir jetzt über sein anderes Viech drüber rennen und das Geld suchen gehen. Was hat der für ein Problem mit dem Plesios? So, dann suchen wir uns diese So, permanente halt, was Büste. macht das Fouling? In this Das card. Howling? Das klingt eigentlich durchaus spielbar. Ja, ich glaube, wir nehmen das Howling. Ja. Müssen bloß aufpassen, dass uns das nicht mit dem Masterpiece über den Haufen schießt. Ist mir auch gerade aufgefallen. Warte. The Dann können wir target's a das Dino eigentlich. missed card. Das heißt, wir hauen den Rex in die Scale und gut ist. Nee, wir setzen das Ding einfach und sagen, wow, Ah ja, er hatte stimmt. dem Zug schon geschossen. Ja, ist richtig, aber in seinem Zug kann er das anketten, bevor wir die Karten aus dem Deck kriegen. Wir müssen es ja nicht aktivieren. Erstmal. Und was soll ihn dann daran hindern, zu schießen? Wir können in der nächsten Runde immer noch eine Scale setzen und es dann umdrehen. Was soll ihn daran hindern, die Karte zu schießen, bis sie verdeckt ist? Er hat in diesem Zug schon geschossen. Wir Wenn können sie er jetzt erst. gleich in der Draw-Phase eine Karte zieht, kann das wieder machen. Ja, und dann können wir es in Response umdrehen und haben die Scale. Ich sehe das Problem nicht. Hat er noch mal Munition? Fällt mir gerade so auf. Ja, Stimmt. hat Stimmt, er, hat er. zwei müsst ihr noch haben, oder? Eins, zwei. Jawohl, stimmt, zwei. Okay, unlucky wäre es, wenn er jetzt eine True Draco Spell oder Trap-Karte von oben Spell-Karte von oben nachgezogen hat. Das wäre das Einzige, wo ich sage, okay, das ist dann unlucky. Nein, war eine Trap. Das ist okay. Weil die Zauberkarte kriegt er nicht geschossen. Nee, gut, wir gehen auf 2000 Lebenspunkte Ja. runter, sei es drum. Ja, das ist okay. Response? Ja. So, Drei und sechs. ich überlege gerade nur Low Level oder High Level. Ceratops. Ceratops und dann noch eine Sechser Scale. Drachion? Ja. Oh, die werden in umgekehrter Reihenfolge gesetzt. Interessant. So, der Drachion ist ein 6er Scale, das ist auch eine 6er Scale. Wenn wir das machen, dann negate. Das zerstört die Karte Nee, nicht. nein, das ist okay, das darf er machen. Ja, wobei, wenn wir das jetzt verhindern, dann. Jetzt ist das Thema eh schon Nee, durch. der kann es hier nochmal machen. Ja, richtig, aber dann haben wir keine Dreier-Scale mehr. Ja, aber die Fallenkarte kann doch auch noch das Ding ihnen auf die Hand zurückschießen, oder? Wenn das Ding nicht unaffected von Traps wäre, könnte sie Ach das ja, ja. stimmt. Never mind. Er hat sich ja von Traps geschützt statt von Monster-Effekten. Warte mal, hat der jetzt überhaupt noch genug Munition, um es reinzumischen, oder bin ich jetzt gerade bescheuert? Was? Ob der jetzt überhaupt noch genug Munition zum Reinmischen hat? Wie reinmischen? Weil er sich gerade Disciples Ach gesucht hat, so! Mensch. Nee, sollte er nicht. Der hat nur zwei Karten im Friedhof. Ja, richtig. Okay. Also, wenn wir Glück haben, schießt uns jetzt nicht die Low-Scale. Wenn wir richtig Glück haben, ziehen wir jetzt einen Pendulum-Call nach. Wenn er uns die Low Scale schießen möchte, dann können wir das mit der High. Nevermind. Dann können wir das mit der High Scale verhindern, wollte ich gerade gesagt haben. Ja, dann gehen wir mal was suchen. Hi. So, jetzt müssen wir da nur ein bisschen aufpassen, wie wir das hier geregelt Ihr dürft kriegen. halt nicht zu YOLO-mäßig pendeln. Hä? Wieso nicht? Ach stimmt, Quatsch, wenn wir. Es funktioniert ja gar nicht so rum.
So, wir müssen nur aufpassen, dass wir den Masterpiece verborgen bekommen, das ja, hier, alles. Hier. Ja, das klingt solide. Dann gehen wir mal suchen. Nee, warte, Quatsch. Nee, Doch? Nee. Der Bench auch nur die Karten, die von ihm sowieso zerstört werden würden. Ich habe den gemeint, der Karten, alle Karten zerstört, die gegen Pendelmonster kämpfen. Ja, Quatsch, den haben der wir eh liegt schon. laut, der liegt schon face of im extra Ja, Deck. dann nehmen wir den hier. Ja. So, dann Vollgas Pendel Summon für 3. Also sprich mit den beiden von der Hand. Und den, der debufft. Ganz wichtig. Ja, oder. Ja, warte, debufft er ihm genug? Pro Dynamist-Karte, oder? Das heißt, es sind dann pro Dino. Warte, pro Dynamist-Karte. Nein, das heißt, das ist der falsche. Der daneben. Pro Dynamist-Karte, das heißt minus 600. 6. Dann hat er weniger als der Tyranno, 50 weniger. Der Tyranno. Dann hat er 2, 3, 50 und der hat 4. Ja, easy. Ja. Nein, Moment, er kann uns doch eine kaputt schießen. Dann nehmen wir einfach den hier, dann gibt es überhaupt keine Probleme. Ja. Almost misplayed. So. Da wir eh keine Killbrusher haben, holen wir die beiden in Death. Mhm. Dann geht mal scheppern. Moment, der will was machen. Ja, das ist mir scheißegal. Das ist richtig. Rums. Warte, was können wir theoretisch linken? Decode oder. Er ist nicht von Monstereffekten unberührt. Wir können ihn doch einfach reinkasteln. Er kann uns den Kasteln des Bonds kaputt schießen, aber sag's keinem. Ja, und ist der Effekt raus. Aber ja, den kriegen wir dann aber nicht verfällt. Stimmt schon. Ich weiß, das war die wohl auch schon klar. Ich hab's einfach nur. Ja, gut, dann. Tyrann, Rex, opfere dich. Sein Viech kann zwar nicht durch Kampf zerstört werden, aber. Wir können unseres noch schützen, theoretisch, weil wir kriegen sowieso gleich wieder auf die Hand. Nein, das schützen wir nicht. Warum nicht? Wir kriegen doch sowieso gleich wieder auf die Hand, das Ding. Wir cyclen doch sofort instant. Wenn wir den jetzt schießen. Weil unser Viech sowieso kaputt geht, weil das der Dino sagt, oder? Der sagt doch, du zerstörst beide. Nein. Oder? Doch, Monsters. Okay, never mind. Doch. Also schützen wir es nicht. So, und ja. Ja. Und dann hätten wir ihn gerne mal wieder. So, ja gut, und go. Warte mal, you can... Ach so. Dann... Ja, go, weil wir können ihn nicht mehr machen. Wir könnten den theoretisch noch wieder normeln, das ist gerade meine Überlegung. Gehen wir mal in Main 2. Ach stimmt, wir haben noch nicht genormelt. Ja, oder wir... Also, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir gehen einen Castle bauen und mischen ihm das... Ich glaube, wir wären sogar dafür, ihm jetzt noch ein Castle zu bauen und ihm den Fieldspell wieder reinzumischen. Ja, weil wir wissen, dass er verdeckt, dass Disciples liegt. Ja. Oder was Heritage? Ich kann mir den Namen. Ich bin nicht gut mit Namen. Das Ding, was cycelt. Eins, zwei und tschüss. Und dann würde ich den noch wegtributen für den Rex. Weil der hat mehr Attack. Ja. Und den kriegen wir wieder, wenn er kaputt gehen sollte. Weil. Ne? Ja, und go. So, okay. Effektiv haben wir weniger Minus gemacht als er. Weil er hat, so. Er hat nicht genug Karten im Friedhof, oder? Doch, er hat genau drei. Stimmt, mit dem Masterpiece hat er wieder genug, Na gut, aber... Er hat zwei Karten, um Sache zu machen, weil Disciples tut effektiv nichts mehr. Ja, das ist, also. Das kann aber trotzdem genug sein. Das sei ja schon mal ärgerlich. Ja, das ist schon mal ein bisschen ärgerlich. Aber es hält sich in Grenzen. Was kann die Karte? Okay, folgender Vorschlag, da schmeißen wir was dazwischen. Weil ich habe eigentlich Bock, dass der Charge auf dem Feld bleibt. Ja, dann schmeißen wir da mal was dazwischen. Okay, wir kriegen jetzt eh wieder auf die Hand instant. Mhm. Sollten, eigentlich. Das Ding kann er jetzt bändischen, um sich was zu suchen, ne? Achso, er war sagen, chain wollen, okay. Ja, kann er. Was macht das jetzt? Das kann sich jetzt bändischen um? Ähm.
das ersuchen. Okay. Die Weathery-Viecher cyclen ganz gut. Das ist ein bisschen nervig. Ja, bisher ist es aber noch nicht plus gegangen. Ne, das ist richtig. Er hat ja auch quasi effektiv nichts. Okay, eine Unbekannte gesetzt und dann das Viech, was wir kennen, auf der Hand. Das heißt, wir können jetzt erstmal einfach eine Scale basteln. Sobald wir denn dürfen. Ach ja. Also vermutlich können wir eine basteln. Was kann das jetzt wieder? Was bist du denn jetzt schon wieder? The Weather Monsters at the start of the... Aha. Okay. Sehe ich so aus, ob mich das interessiert. Jetzt muss mir das, jetzt würde ich gerade halt los, bevor wir angreifen. Das wird zwar nicht so einfach, aber... Wir können auch einfach Utopia Lightning holen. Wir können jetzt auch die Scale setzen, einen Mr. Boy, dann was Normal, einen Mr. Boy bauen und dann für mehrere herpendeln. Ich überlege nur gerade, ob das Sinn macht. Wir packen erstmal eine Scale hin. Wir packen erstmal die Scale hin. So. Was kann der denn Ich kann das jetzt? hier wieder anchainen, das ist ein Quick-Effekt. So, aber wenn wir ein Masterball jetzt machen, ist es so, als ob wir jetzt eine Karte herpendeln. Dann haben wir auch nicht wirklich was gewonnen. Wir müssen ja irgendwie verhindern, dass er seinen Scheiß-Effekt aktiviert. Und das Problem bei Master Boy ist auch, dass er nicht so viel Attack hat. Ja, wir haben nicht mehr viele Lebenspunkte. Wir holen einfach Utopia Lightning, hätte ich gesagt. Mit den 2-4ern. Das können wir auch machen, nachdem wir Mr. Boy geholt haben. Dann haben wir Utopia Lightning und genau den. Und ansonsten haben wir Ja, Utopia Lightning und den Lightning und Rex. den Also, Rex. Ja, okay, dann machen wir ja. es so rum. Ne? Also. Dann pendeln wir aus dem Extra-Deck den hier her, weil davon haben wir noch einen dritten im Extra-Deck. Ja. Und aus der Hand den hier. Weil wir wissen ja, dass er fertige Edis verliegen kann. Und so haben wir noch die normalen Zahlen, falls wir die aus irgendeinem Grund brauchen sollten. So. Wir könnten technisch gesehen jetzt auch einfach angreifen. Nee, das ist desto Hallo! besser. Ja, Das können dann wir. Das kriegen können, wir ein Viech wieder auf die Hand und dann. dann ist ein Viech immer noch da. Ja, dann können wir nochmal angreifen. Aber sein Viech kommt Und ja dann mir ist nicht es zu. weg. Nein, die Trap banisht sich. Nein! Das Viech banischt sich. Das Monster bekommt den Effekt, sich banischen zu können. Also. Ja, dann, okay. Dann bleibt zum ursprünglichen Plan. Danke. Die Frage ist nur, aktivieren wir Lightning? Nein. Wobei, kommt drauf Merkt an, man nicht. haben wir einen Prime drin? Nein, dann aktivieren wir es nicht. So, nichts gibt's. Keine Effekte, bitte. Die Valerie Fall geben den Monstern Effekte. So funktioniert das. Dann go, ne? Ja. Zwar immer in der Zone drüber und den beiden benachbarten. Sprich, hier ist wieder den gleichen Scheiß, aber in der Battle, aber das ist ja wurscht, solange wir Lightning haben, was dem Typen gerade nicht ganz klar zu sein scheint, außer er greift den Rex an. Dann haben wir einen Rex auf der Hand. Herzlichen Glückwunsch. Den können wir wieder Jutsu reinpendeln. funktioniert. Jutsu funktioniert. Hat er gerade wirklich. Er hat aber gerade nicht Lightning angegriffen, Nee, ne? nee, war der Rex. Ja, pf, okay. Das nehme ich mit. Ja gut, der kommt jetzt im nächsten Zug wieder. Ja, Wir haben immer noch let's go. Lightning. Ja gut, jetzt kann Agnes, das wir kriegen. wahrscheinlich den Deck wiederholen, ne? Ja, klar. Ja. Agnes, auf die Art wird unser Petrano doch nicht live, aber sei es drum. So, das heißt, wir specialen. Einmal natürlich. Wir können nur den Rex aus der Hand specialen. Ah ja, klar, wir haben jetzt extra die Zone belegt. Ich bin ja blöd. Ja. Hashtag Link. Da war was, ne? So vor ein paar Tagen. I remember now. Ja, das ist schön für ihn. Und was rememberst du? Keine Ahnung. Wenn wir übrigens vorher Lightning-Effekt aktiviert hätten, wären wir jetzt tot. Ja, wusste man, dass der so wenig macht? Ja, stimmt. Das Risiko war einfach zu groß, dass er uns nochmal irgendwie ein Random Masterpiece bastelt. Nicht, dass wir dagegen was hätten tun können. Weil ich glaube, die Dynamists können alle nur Dynamists schützen. Ja. Aber es hätte trotzdem irgendwas anderes passieren können. Wir haben nicht mehr viel Lebenspunkt. Das war im Kosten-Nutzen-Verhältnis schon richtig so.
Er kann jetzt immer noch den Random Masterpiece nachgezogen haben. Jetzt kann er ihn sogar mit Duality aufdecken. Ist alles gerade nicht so geil. Ja, dann darf er mal. Ja, mal da. Ja. Eins, zwei, drei. Kein Masterpiece direkt, allerdings ein Diagramm. Doch, 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 das war ja, actually ein Masterpiece. Jetzt, warte mal. Es hängt davon ab, was die letzte Karte auf seiner Hand ist. Irgendwas, was er kaputt schießen kann. Und dann kann er es über Spell und Traps drüber tributen. Ja, und dann ist er wieder nicht von Monster-Effekten unberührt. Ja, dann kann er uns Lightning kaputt schießen und in Dino ist reinlatschen. Mhm. In Rex reinlatschen. Haben wir noch 1000 Lebenspunkte danach. Ne, 900. Mhm. Können wir wieder reinpendeln. I can activate effects when attacking. Ja, genau. Ja, genau, das war der Sinn der Sache. Das war genau der Sinn hinter dieser Karte. So. Jetzt wäre noch interessant, an welchem Punkt wir dann den Charge zünden. Eine Ash, okay. Ash, okay. Ja, okay. Masterpiece, Surprise, ne? Mhm, hätte damit rechnen können. Überraschung. Er feuert das Ballastotope Lightning über den Haufen. So. Aber es sind 12 Treffen berührt, das heißt, der Field Spell bufft ihn auch nicht. Wir würden gerne nicht unchainen. Das heben wir uns für unseren Zug auf. Warte mal. Ja, nee. Wenn wir jetzt einen Attack deklären, einen Plesios aus dem Deck bust, haben wir einen Plesios noch im Deck? Nein. Okay, dann nevermind, dann ist das okay. Mhm. Aber wir sollten, abgesehen davon, wenn wir ein Monster auf unser Feld bekommen, kann er doch sowieso wieder. Ich glaube, den schmeißen wir sogar dazwischen. Ja, weil auf die Weise haben wir noch die Exotic-Zone frei. Aber Quatsch, ich werde jetzt einfach den Tyrann auf die Hand bekommen. Es hat 0, gar keinen Unterschied gemacht. Doch, an dem Punkt, an dem wir jetzt den Kollegen specialen möchten von der Hand, weil wir eine andere Dreier-Scale nachziehen oder einfach so beschließen, dass jetzt ein Rang 5er eine geile Sache ist. Aus irgendeinem Grund. Ja, weil der hat nur einen Schuss vom Masterpiece und warte mal kurz, haben wir zufällig einen Volkasaurier im Deck? Den kann ein Lysons kaputt schießen. Ach ja, ist ja kein Dino. Also ja, haben wir. Also ja, haben nein, wir. Bringt nichts. Nee, dann einfach, ich glaube dann einfach Zeras Scale wieder. Wir können erstmal den Rush umdrehen und gucken, was wir haben. Ja, wir holen einfach den Plessy aus dem Extra-Deck und dann debuffen wir sein Viech zu Tode. Wir gucken jetzt erstmal, was der Rush bringt. Wenn er jetzt in Response kaputt schießt, ist das auch vollkommen okay. Und wie will der irgendwas kaputt schießen, solange wir den Brachion auf dem Feld haben? Wir können auch einfach wieder den gleichen Scheiß mit dem Stego machen, ne? Das wäre einfacher, glaube ich. Was macht der Spinus nochmal? Wir können Tribute. Achso, dann kann der direkt angreifen. Was Kill wäre. Was Indeed Kill wäre. Und da kann ich dagegen machen, weil wir einen Brachion liegen haben. Indeed. Ja, dann machen wir das auch einfach. Ja, das klingt nach einem Plan. Ich kann schon angreifen, dass ich das dadurch geholt wurde, oder? Ja. Es ist sowieso ein Effekt von Karteneffekten. Ja, das auch. Attack directly. Ja. Bumm. Und da kann ich dagegen machen, weil er von Karteneffekten unberührt ist durch den Rush. Möge er sich bitte gönnen. Nö. Nö. Ach ja, wir haben es wegtributet. Ah, ja, und rein. Bums. Hä? Wir würden gerne direkt angreifen. Hallo? Wieso klappt das jetzt nicht? Der Volkasaurier-Plan steht übrigens wieder. Masterpiece ist raus. Dann gehen wir mal in Main 2, bevor Dinge passieren. Ja, wieso konnten wir nicht angreifen? What the fuck? Nicht aktivieren! Ja, wir hätten auch reinpendeln können. Das hätte nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Das ist richtig. Wäre sogar schlauer gewesen. Theoretisch wegen Scale und so, aber ist jetzt auch egal. Wir hätten auch richtig fancy sein können, dass wir den Typen erstmal klauen können, aber nein. Ja, nee, damit wir nicht darauf warten müssen, dass Masterpiece raus ist. Das war das Plan, wir wollten nur den Masterpiece-Effekt rausbaiten. Aber warum hat das nicht funktioniert? Hä? Ja, vor allem, es wurde ja sogar angezeigt, Attack directly. Außer vielleicht, es war ein Yu-Gi-Oh! Pro-Bug und wir haben dadurch die andere Option gewählt. Entweder da. Nein, weil Attack directly war die erste Option. Die Reihenfolge hat bis jetzt noch immer gestimmt. Hat bisher immer, aber irgendwie muss man es ja erklären. Aber da kann man vielleicht nicht direkt angreifen, wenn man in dem Zug, wo man Charge aktiviert?
Das wäre noch eine Sache, die Ich man hab die, wir haben rausfinden die Karte doch könnte. eben durchgelesen, aber das überlesen? Na, bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. Nö. Nö. Und unaffected von Karteneffekten ist der von sich selbst bei other card effect. Nee, also von seinem eigenen ist er nicht. Ja, außer er meinte den Rush. Hat das jetzt dafür gesorgt, dass er von seinem eigenen Karteneffekt unberührt blieb? Sehr komplett dumm. Ich habe schon seltsamere Sachen erlebt. Also, das ist halt die einzige logische Erklärung, warum wir nicht angreifen konnten. Nach Bug. Ja. Ja. Dann hat er, dass der Rush den vor seinem eigenen Effekt schützt. Also, wie gesagt, ich habe schon seltsamere Sachen also, erlebt. Ja, also, ist jetzt nicht komplett abwegig. Es hängt davon ab, was der Rush mit Other Card meint, beziehungsweise was, was Yu-Gi-Oh! Pro denkt, was mit Other Card gemeint sei. Darauf kommt es ja an. Ja. Interesting. Eine Interaktion, die man sich im Hinterkopf behalten müsste, wenn man häufiger Dynamist spielen würde. Ja, wenn. Genau. Anyway. Ja. Zurück Ich zum würde Deck. mal. Also wir haben hier zweimal Metatron, den 12. Was wollt? Egal. Dann zweimal Spinos, zweimal Rex, zweimal Ceratops, zweimal Brachion, dreimal Terran, dreimal Plessy, zweimal Stego, zweimal Ankylos, Maxi, zweimal Pot, Duelist Alliance, dreimal Ties, Pot of Riches, Limited Removal, zweimal Wavering Eyes, dreimal Charge, dreimal Rush, zweimal Pendulum Switch und dreimal Howling. Ja. Also, es wurde gefragt, ob man entweder, ob man auf vier, ob man lieber auf 40 sollte oder lieber einen dritten Topf reintun sollte. Angesichts der Tatsache, dass ich den Metatron jetzt nicht so ganz einsehe. Weil ich meine, ja, du hast permanente Zauberkarten, du hast permanente Fallenkarten. Kann man Pendelkarten für die Tributen? Weil die sind ja permanente Zauberkarten. Ja, normal schon. Das ist halt von, aber ja. Und er ist geschützt, warte, wie ist Anfang von Original Card Type. Das heißt, du kannst Pendelkarten, Tributen, damit der Vormonster-Effekt unberührt bleibt. Ja. Ist gar nicht mal so dumm eigentlich. Ja. Tribut ist hier so ein Charge und irgendein Pendelfiech und hast da einen, der vor Monstern und Zaubern geschützt ist. Ja, ein Viech mehr muss noch. Ja, stimmt, der braucht drei. Ja, dann halt noch ein Monster, Schrägstrich, eine Falle oder die andere Scale. Also man sollte es hinkriegen. Ich weiß nicht, ob es im Endeffekt worth ist. Hier muss man sehen, der muss halt immer noch vom Gegner kaputt geschossen werden, damit er Dinge tut. Aber er ist halt dann ein 3000er, der von so ziemlich allem unberührt ist. Das ist schon ganz nett. Außerhalb vom Kaiju. Und wenn er halt kaputt geht, kriegst du den Landois. Das ist halt gut. Den Exterio. Exterio. Ja, weil Exterio ist im Gegensatz zu Landois sogar eine ziemlich gute Karte. Ja, das ist ganz okay. Also ja, er ist. Ich meine, er kann. Er ist halt ein nett Biest mit Bonus. Ja. Also. Aber er kann gecastet werden. Er kann gecastet werden. Also nein, brauchen wir nicht reden. Exterio ist eine gute Karte. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Ist das ein Nutbeast, das den Kopf vom Barkion als Helm trägt? Kann gut sein, ja. Dann würde ich überlegen, das dritte Wavering Eyes zu spielen, weil die Chance, weil erstens ist Wavering Eyes eine gute Karte und zweitens ist die Chance, gegen Pendel zu spielen, gar nicht mal so gering und dann wird Wavering Eyes komplett broken. Weil Link hin oder her, Pendulum Magicians ist immer noch eine Sache. Ja, und dagegen ist, und dann ist Wavering Eyes einfach nur komplett dumm, lächerlich OP. Außer macht es in den Zug, in dem sie Pendulum Call aktiviert haben. Ja, man kann sich auch bescheuert anstellen. Muss gesagt werden! Ja. Da ist maximal aber normalerweise einer im Deck. Limited Removal ist gute Karte. Pendulum Switch ist interessant. Würde ich eventuell nur einmal spielen und dafür eventuell eine zweite Duelist Alliance. Das würde ich zumindest überlegen. Ich meine, du willst nicht unbedingt zwei Pendulum Switches haben. Ja. Also das wäre eine Sache, die man sich überlegen könnte. Extra Deck Lineup sieht soweit ganz okay aus. Für Mist, für den Frosch brauchst du halt vier Monster.
Das ist ein bisschen viel. Also, jein, es geht theoretisch auch zwei, wenn du vorher nicht gependelt hast. Du hast halt zwei auf dem Feld, pendelst links für Master Boy, pendelst zwei Vierer rein, Xyz auf den Nightmare, auf den Bahamut-Shark. Ja, okay. Ah, ja, dann brauchst du halt zwei Monster vorher, ohne gependelt zu haben. Das ist auch nicht so einfach. Charge. Ja. Also, es geht theoretisch. Ja, das ist schon Andererseits, was willst du okay. sonst großartig spielen? Also, klar gibt es natürlich Eben, noch das ist andere schon okay. Kandidaten, aber die Todd wirst ab und zu mal rauskriegen und dann ist sie gut. Thais ist okay. Ich weiß gar nicht, ob das hier so broken ist. Also ich meine, klar, du kannst es aktivieren. So, und Thais an sich ist eine gute Karte. Brauchen wir nicht reden. Ob stark genug ist, wahrscheinlich schon. Das Problem ist, dass das Deck meiner Meinung nach First Turn Probleme hat. Also du hast es halt schwer, First Turn ein Board hinzulegen, was man nicht einfach knacken kann. Weil du halt so gut wie keine Gegnerinteraktion hast. Also keine Gegnerzuginteraktion. Du hast Deine keine Nines. Gegnerzuginteraktion sieht so aus, dass du dich schützt. Ja, du kannst verhindern, dass der Gegner deine Viecher über den Haufen schießt. Aber deine Und Viecher wenn sind du. erstmal kein Threat für den Gegner. Ja. Deswegen, es kann passieren, wenn man first geht, dass man einfach über den Haufen gelatscht wird. Weil du hast halt. Du bist, deine Monster werden halt auch nur vor zweimal geschützt. Und auch nur ein. Yes. Du kannst halt zwei Ziele oder zweimal das gleiche Ziel schützen, das war's. Und auch nur, wenn du gut eröffnest. Du hast nicht unbedingt zwei Pendelzonen, wenn du fertig bist. Das einmal und dann, wenn du wirklich beide Schutzmechanismen raus hast und keinen Charge auf dem Board hast, ist die Chance gar nicht mal so groß, dass du nächste Runde wieder eine Scale haben wirst. Also ja, das Problem ist einfach, was ich sehe, ist, dass Dynamist immer noch ähnliche bis die gleichen Probleme hat, die es schon immer hatte. Und Dynamist war noch nie ein besonders tolles Deck. Es war immer so ein Okay-Deck und das Link hat dem jetzt natürlich nicht wirklich geholfen. Also ja, Master Boy ist eine Karte, aber halt auch nur eine. Und das ist eine Karte, die die Probleme, die das Deck, und das ist eine Karte, die die neuen Probleme des Decks so halbwegs kompensiert. Das hilft nicht bei den alten Problemen, meiner Ansicht nach. Und löst sich ein neues Problem auch nicht komplett. Es ist nur ein leichtes Entgegenwirken. Ja, also von daher sehe ich jetzt nicht, sehe ich dieses Deck als nicht wirklich stark an, aber das ist ja auch nicht das Problem. Das ist ja die Sache vom Thema. Genau, das Deck an sich ist ganz okay gebaut, Und deswegen bis gibt auf es auch die noch paar seine Sachen, elf. die wir, genau. Und deswegen gibt es auch noch seine 11 Punkte. Ende halt also die Sachen, die wir angemerkt haben, solltest machen. Also, um deine Antwort zu finden, wäre dann wahrscheinlich der dritte Pot näher liegender als auf 40 Karten unterzugehen, weil ja auch noch ein drittes Wavering Eis rein sollte. Man kann natürlich auch Ja. überlegen, Pendulum Switch und Dude des Alliance rauszunehmen. Wollen wir mit drei Pots vielleicht sogar wieder eine Alliance und zwei Switches spielen sollte und nicht andersrum? Nee, du hast ja noch die andere Pendel-Zauberkarte, die du suchen kannst. Ja, gut, stimmt auch wieder. Das passt schon. Ja, dann also wie gesagt 11 Punkte hierfür. Wenn ihr eure Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.